So, Steffi, kann ich dir mein Herz schenken? So, wir wollen euch heute ein richtig tolles Upcycling-Do-It-Yourself-Projekt für zu Hause vorstellen. Und zwar ist das ein Verkaufswagen, wie man sehen kann. Limo-Stand, Kaffee-Stand, Verkaufswagen. Wir haben in dem Fall jetzt genutzt für kleinere Betonobjekte, die wir auch selber gegossen haben. Aber alles weitere erfahrt ihr im Video. Mhm. Das Schöne an diesem Wagen, es ist dein Lieblingsprojekt oder Lieblingsarbeit. Ja, Upcycling, alte Ressourcen nutzen, die man findet, wie wir auf dem Sperrmüll diesen alten Servierwagen und irgendwie dem neuen Leben einhauchen und einfach ein bisschen neu und frisch. Genau, und das Ganze haben wir zu Hause gemacht. Also ihr braucht nicht... Ja, man braucht schon so ein bisschen Werkzeug, aber wie genau wir das gemacht haben, das erfährst du alles in diesem Video. Genau. Ich würde sagen, viel Spaß dabei. Ja, bleib dran, bis gleich. Wie bereits schon erwähnt, haben wir das Ganze zu Hause durchgeführt. Wir haben das jetzt hier auf unsere Terrasse gemacht. Ihr könnt natürlich das Ganze auch im Keller machen oder im Wohnzimmer. Natürlich solltet ihr einen festen Untergrund haben, wo ihr so ein bisschen drauf sägen und basteln könnt. Den Servierwagen haben wir uns tatsächlich vom Sperrmüll geholt, quasi gerettet. Der sieht jetzt schlimmer aus, als er wirklich ist. Wir haben das Ganze mit ein paar Schrauben fixiert und dann war der auch schon wieder einsatzbereit. So ein Servierwagen eignet sich wirklich hervorragend als Grundkonstruktion für so einen Verkaufswagen, weil das Ganze ja ursprünglich oder eben auf Rollen ist und wir dann später nur noch ein Dach bzw. eine obere Konstruktion draufbauen müssen. Beim Befestigen bzw. bei der Stabilisierung ganz wichtig, das Ganze vorbohren und dann verschrauben. Ihr könnt wirklich so viele Schrauben wie möglich reinziehen. Hauptsache, das Ganze ist stabil. Und es gibt hier so ein tolles Tool, das kennt ihr wahrscheinlich schon von Wolfcraft. Das ist ein Bohrer, der gleichzeitig senkt. Das heißt 2-1, den kann ich euch wirklich empfehlen. Das ist ein ganz, ganz tolles Werkzeug. Findest du auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, beziehungsweise alle Produkte, die wir jetzt hier für dieses Projekt verwenden. Die Reifen habe ich dann nochmal zusätzlich mit ein paar Schrauben fixiert. Die sind auch sehr fest. Wir hatten anfangs überlegt gehabt, das Ganze nochmal durch vier Rollen zu ersetzen, sprich den ganzen Servierwagen schwebend zu bauen, aber wir haben uns jetzt dafür so entschieden, das so zu lassen. Und jetzt können wir auch weitermachen mit der Verkleidung. Wir haben uns für Multiplex entschieden, beziehungsweise für Sperrholz und Multiplex. Das Ganze habe ich von meinem Plattenpartner Plattenzuschnitt 24. Dort bekommt ihr Plattenmaterialien, wie beispielsweise jetzt hier Multiplex in verschiedenen Stärken oder aber auch andere Plattenmaterialien, wie Siebdruckplatten, Acrylglasplatten und. Einen passenden Rabattcode findest du auch direkt unten in der Videobeschreibung. Und dort kannst du dir die Platten bereits fertig auf Maß zuschneiden lassen. Sprich, ihr braucht gar keine Tauchkreissäge, wie hier in diesem Fall. Ihr könnt euch die Maße direkt dort eingeben auf der Webseite und das Ganze euch dann fertig zuschneiden lassen. Was ihr dann machen müsst, ist das Ganze natürlich wieder vorbohren, damit wir das Ganze verschrauben können. Damit der Fliesenspiegel erhalten bleibt, haben wir uns überlegt, dass wir da einfach eine Holzplatte draufsetzen und das ist im Grunde unsere Basis für den Verkaufsstand. Sprich, wir sägen uns jetzt die Konstruktion zu, die wir dann nachher mit der Bodenplatte alles verbinden. Unser Dachgestell besteht aus Dachlatten. Das Ganze habe ich mit meiner Kapp- und Gärungssäge zugesägt. Im Übrigen gibt es darüber auch ein extra Video. Eigentlich perfekt für den Einsteiger und auch erschwinglich. Ich habe mir zunächst aus zwei Multiplex-Resten zwei Dreiecke zugesägt, damit ich ein bisschen mehr Stabilität in den Dachlatten bekomme. Denn die werden später mit der Grundplatte miteinander verbunden. Das Ende von den Dachlatten habe ich dann leicht angeschrägt, denn da kommt nachher das Spitzdach drauf. Hier könnt ihr das Ganze sehen, wo ich mir die Dreiecke angezeichnet habe und mit Leim fixiert habe. Die werden dann später auf der Trägerplatte dann verschraubt. Den Zusammenbau habe ich dann drinnen vorgenommen, weil es dann draußen anfing zu regnen. Ich habe das ganz simpel gemacht, alles mit Schrauben verschraubt. Ganz, ganz wichtig ist bei Massivholz auch, das Ganze vorzubohren und zu senken. Und dazu eignet sich natürlich der Senker von Wolfcraft perfekt. Ein kleiner Tipp, gibt zwischen den Verbindungen noch etwas Leim, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass das Ganze auch wirklich bombenfest hält.
Und ihr solltet natürlich nicht unterschätzen, wenn Leim auf den Boden gelangt, auf den Teppichboden oder auf dem Parkett, das ist natürlich dann sehr ärgerlich und nicht rückstandslos zu entfernen. Legt euch ein Vlies oder irgendwie eine Bastelunterlage drunter. Das Dach habe ich aus ungefähr 10 mm starken Sperrholz gemacht, aus dem Grund, weil das sehr, sehr leicht ist. Und hätten wir jetzt Multiplex verwendet, dann hätte eventuell die Dachkonstruktion bzw. die Konstruktion aus den Dachlatten nicht ausgereicht. Das Ganze könnt ihr euch auch wieder bei Plattenzuschnitt 24 bestellen nach Maß. Ich habe jetzt hier nochmal meiner Tauchkreissäge eine Schräge bzw. ein Grat hineingeschnitten von ungefähr, ich glaube 30 Grad sind das jetzt hier in etwa. Das Ganze müsst ihr aber nicht. Ihr könnt das natürlich auch irgendwie stumpf miteinander verbinden und dann die offene Fuge mit Leim ausfüllen. Ja, mein multifunktionaler Arbeitstisch von Wolfkraft, der hat jetzt gute Dienste geleistet und verschwindet wieder. Und jetzt kommt der Feinschliff. Ich habe mir nochmal ein paar Rundhölzer besorgt, die ich oben in der Dachkonstruktion einmal quer nochmal verschraube. Die dienen dazu dann später, um kleinere Accessoires, Lampen, um Schilder, kleinere Sachen aufzuhängen. Und geben der Konstruktion noch mal ein bisschen mehr Stabilität. So sieht die Konstruktion aus. Ihr seht, nicht so professionell, aber ich denke, es erfüllt seinen Zweck und das Ganze ist recht stabil. Für den Zuschnitt habe ich eine Lade verwendet. Im Übrigen braucht ihr keine Kapp- und Gärungssäge. Ihr könnt das Ganze auch mit so einer Lade zuschneiden. Um das ganze Projekt natürlich auch farblich neu aufzupimpen, haben wir uns hier für Kreidefarbe entschieden. Die ist hochpigmentiert, lösemittelfrei, geruchsfrei, absolut auch für Kinderhände geeignet. Ihr müsst darauf achten, dass ihr das Ganze dann für draußen auch gut versiegelt. Für den unteren Bereich haben wir uns nochmal entschieden, das Ganze mit Multiplex-Platten abzudichten, um auch kleine Verkaufskisten zu verstecken und das Ganze gut ordentlich zu beherbergen. Da ist der Verkaufswagen. Genau. Jetzt können wir loslegen und verkaufen, besser gesagt die Mädels. Ne? Weiter geht's mit der Kinderbeschäftigung, nicht nur beim Aufarbeiten hier und Malen, sondern eben auch jetzt für danach. Also ich finde es mega. Und die Kinder auch, also muss ich sagen. Genau, wir haben, oder die Mädels haben so kleine Betonschälchen gegossen aus so Silikonform. Ja. Ganz einfach mit so einem Fertigbeton. Alle Infos verlinken wir dir auch unten in der Videobeschreibung. Genau. Ja, und das ist der Servierwagen, ne? Verkaufsstand, ne? Verkaufswagen, was auch immer. Ihr könnt das natürlich nach eurem Belieben umgestalten, wie ihr das möchtet. Genau. Aber ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und macht vielleicht einige davon auch sowas nach und verlinkt uns gerne. Ja, macht einen Post auf Instagram und Facebook. Und wenn wir euch dazu animiert haben, jetzt so einen Verkaufswagen zu bauen, dann lasst einen Kommentar da. Mhm. Oder vielleicht habt ihr sowas schon gebaut. Ne? Wir würden sagen, wir sehen uns nächsten Freitag wieder 19 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß beim Nachmachen. Richtig, bis dann. Tschüss. Ciao. Das ist die kleine Verkäuferin. Die kleine Verkäuferin.